Was gibt's noch? Keine Division in Grundausbildung. So, im Bildschirm rekrutieren und einsetzen, setzen Sie neue Divisionen auf die Warteliste. Für die Ausbildung können Sie später einsetzen. Wir empfehlen Ihnen, eine Division Fanteria zur Warteliste hinzuzufügen. Die Divisionen in der Ausbildung versuchen zunächst, die Ausrüstung zu sammeln, die sie benötigen. Sobald sie Ausrüstung haben, beginnen sie mit der Ausbildung. Der Ausbildungsfortschritt kann niemals den Ausrüstungsfortschritt übersteigen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ausbildung, um eine Division auszubilden. Wenn Sie die Division Ihrer Ausbildung abgeschlossen haben, können Sie in einem Ort Ihrer Wahl eingesetzt werden. Sie können die Division nur in einem Kerngebiet einsetzen. So, wir sollen Fanteria einsetzen oder etwas ausbilden. Das machen wir einfach mal. So. Gut, nachdem Sie die Benachrichtigungen nun erledigt sind, können Sie anfangen, sich derzeit an der Kriegsführung zu beschäftigen. Italien zu Beginn im Krieg mit Äthiopien. Sie bedürfen keine Schwierigkeit haben, diesen Krieg zu gewinnen, wenn Sie erst einmal gelernt haben, wie das funktioniert. Bewegen Sie sich einfach mal in südöstliche Richtung. Das können wir erstmal schließen, hier nehme ich an. So. Südöstliche Richtung, ein bisschen Eritrea. Ja, Eritrea in Afrika finden. Das ist mal schön, was ist. So. Äthiopien. So. Nachdem Sie die Kamerastandort sich verändert hat, wählen Sie die Division in der Region Eritrea. Das muss ich ganz zumachen. So, Divisionen können seriell und parallel. So, jetzt gucken, wo das ist. Ja. Nächste Seite. Und zwar: Divisionen, die parallel ausgebildet werden, erhalten Ausrüstung mit gleichem Tempo. Sie sind also etwa alle zur selben Zeit fertiggestellt. Wenn eine Division die ganze gesamte Ausrüstung besitzt, die sie benötigt, um ihre Ausbildung abgeschlossen hat, wird sie in dem vorliegenden Geld ausgegeben. Habe ich doch schon gemacht. Wenn das Blatt sich gegen sie wendet, ist es vielleicht sinnvoll, ihre Division einzusetzen, bevor sie ihre Ausrüstung gesammelt und ihre Ausbildung gewendet haben. Wenn immer möglich, sollen sie das jedoch vermeiden. Ja, das wird wahrscheinlich nicht so sonderlich prickelnd sein für unsere Truppen. So. Klingen Sie auf die Region Eritrea. Eritrea? Habe ich gefunden. So. Das ist... Was muss ich jetzt machen? Also bewegen. Wählen Sie die Division in der Region Eritrea. Eritrea ist... Wie kann ich denn das... So, Division... Spiel, was willst du von mir? Ich möchte das jetzt nicht. Ja, das ist Englisch. So. Wählen Sie die Division in der Region Eritrea. Okay. Das wollte. Nee, zur Flotte. Ja. In diesem Flottenoberfläche können Sie eine gewählte Flotte ansehen und ihren Befehl erteilen. Sie können Ihre Flotten bestimmten Aufgaben übernehmen lassen, indem Sie ihnen Flottenmission zuweisen. Eine Flotte kann in höchstens drei Seeregionen gleichzeitig aktiv sein. Wenn eine Flotte auf eine Flottenmission ist, breiten die Schiffe sich meistens aus, um eine größere Gebiet abzudecken. Wenn sie aus einer ausgebreiteten Flotte wieder zusammenlegen wollen, dauert das ein wenig. Um eine Flotte auf einer Flottenmission zu schicken, klingen sie auf... Na, das will ich jetzt aktuell nicht. Ich weiß gerade nicht, was das Spiel von mir möchte. Ja. Hier... 0 von 4, die 14 Divisionen in Eritrea sind A. Was hier alles? Ah, ich muss alle auswählen. Okay. Großartig, jetzt lernen Sie, wie Sie eine Offensive planen. Divisionen können zu Armeen zusammengelegt werden. Eine Armee dient dazu, Angriffspläne festzulegen. Sie können Ihre Armee eine Kommandante zuweisen. Kommandantin, der Sie anführt. Klicken Sie auf die Schaltstelle der neuen Armee am unteren Bildschirmrand. Neue Armee am unteren Bildschirmrand? Ach, hier unten in der Mitte, ja. Ist richtig. So, gut, das Erstellen einer Armee war der erste Schritt. Sie können einer Armee Befehl erteilen, indem Sie die Angriffspläne erstellen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Frontlinie und anschließend auf die Grenze zu Äthiopien. So. Das kann ich jetzt hier rüberziehen, glaube ich, irgendwie, oder? So. Gut, es existiert eine Frontlinie Richtung Äthiopien. Um Ihre Truppen dazu zu bringen, die Angriffspläne anzugreifen, müssen Sie zunächst einen Angriffsbefehl zeichnen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Angriffslinie. Den da. Und ziehen Sie dann rechtsklick und ziehen Sie dann zwischen den beiden markierten Provinzen eine Linie. Schwupps. So. Sie haben nun einen Angriffsbefehl erstellt, die äthiopische Hauptstadt anzugreifen. Bevor Sie den Befehl erteilen, den Plan auszuführen, sollten Sie aber noch die nötigen Vorbereitungen treffen.
Wenn Ihre Einheiten 25 Tage Zeit für die Vorbereitung geben, erhalten Sie einen Kampfbonus von bis zu 50%. Bestimmen Sie bestimmte Landdoktrinen können modifizieren, wie viel Zeit Sie auf Vorbereitung verwenden können. Andere können modifizieren, wie schnell Sie die maximale Vorbereitungsstufe erreichen können. Wir raten Ihnen außerdem, auch die Luftwaffe vorzubereiten. Klicken Sie auf den Luftschutzpunkt in Eritrea. Luftschutzpunkt. So. Gut. Damit Ihre Truppen höhere Erfolgsaussicht im Kampf haben, ist es auch wichtig, Ihnen die nötige Luftunterstützung zu geben. Luftgeschwader, die Ihre Luftregionen zugewiesen sind, können auf Missionen entsandt werden. Unterstützende Luftgeschwader können auf die Mission Luftnahe Unterstützung entsandt werden, wodurch sie an Bodenkämpfen teilnehmen können. Weisen Sie auf den Luftstützpunkt stationierte Luftgeschwader zu, indem Sie auf die Luftregion Ostafrika rechts klicken und ihnen anschließend Befehle erteilen. Also, das ist hier Ostafrika, ja, so. So, gut, Sie haben jetzt Luftgeschwader der Luftregion Ostafrika zugewiesen. Bevor Sie jedoch anfangen, irgendetwas zu tun, müssen Sie Ihre Luftgeschwader-Mission zuteilen, indem Sie ein Luftgeschwader keinen aktivieren. So, dann bleibt es auf dem Luftstützpunkt. Missionen sind hier drüben, also zum Beispiel Luftregion. Ja, es gibt eine Reihe von unterschiedlichen Luftmissionen. Welche Luftmissionen Sie einem Luftgeschwader zuweisen können, hängt vom Typ der Luftgeschwader ab. Macht Sinn. Unterstützungsluftgeschwader können auf die Mission Luftnahe Unterstützung entsandt werden, wodurch sie am Bodenkämpfe teilnehmen und ihre Feinde angreifen können. Um einen Luftgeschwader auf eine Mission zu schicken, klicken Sie in Luftoberfläche auf das Missionssymbol. Gelegenheit, du kriegst Luftnahe Unterstützung und du bekommst auch Luftnahe Unterstützung. Wobei wir hier schon fast hätten sagen können, na gut, strategische Bombardierung macht keinen Sinn. Gut, jetzt ist fast alles eingerichtet. Nun müssen wir den Angriffsplan ausführen und Äthiopien für Italien erobern. Klicken Sie auf die Schaltfläche Standardkartenmodus in der rechten unteren Ecke. Da. Wählen Sie dann Ihre Armee, indem Sie unter Bild für den Porträt klicken. Ups. So. Gut, bevor wir den Angriff auf Äthiopien beginnen, sollten Sie sich auf Ihre Armee einen Kommandanten zuweisen, wenn Sie das nicht schon getan haben. Nö, habe ich nicht. So. Klicken Sie auf die leere Angriffsporträte links oben und wählen Sie aus der Liste Ihren Kommandanten. Wählen Sie auf der Schaltfläche Plan ausführen am unteren Bildschirmrand, um Ihren Truppen befehlen mit der Mission zu beginnen. Ja, erstmal kriegt ihr jetzt, General. Also man sieht hier die Skill-Level oder die Fähigkeitslevel. Deswegen sollte man möglichst einen nehmen, der nicht ganz schlecht ist. 24, das sind weniger. Das sollte also passen. 14 sind es, 24 kann er kommandieren. Unser guter General, das passt also. So, und dann müssen wir ihm sagen, dass er seinen Befehl ausführen soll. Und das können wir hier machen. So. Ihre Truppen beginnen nun mit Offensive gegen Addis Abeba, die Hauptstadt Äthiopiens. Wenn Sie genug feindliches Territorium besetzt haben, kapituliert der Feind. Wenden Sie den Pausenmodus, indem Sie Space drücken. Sie können die Spielgeschwindigkeit über Taste Plus oder Minus anpassen. Die meisten Spieler passen die Spielgeschwindigkeit regelmäßig nach Situation an, statt immer in der gleichen Geschwindigkeit zu spielen. Tipp, wenn Sie das Gefühl haben, Sie können Ihre Einheiten besser kontrollieren, in seine Division und rechts legen Sie auf die Provinz, um manuell den Befehl zu bestimmen, welche die Einheit durch die Kommand. Ja. Äthiopien hat kapituliert. Also schauen wir doch mal. Also, unsere Armeen sind ja gerade und unsere Truppen sind gerade dabei, die Äthiopier anzugreifen. Sollte an sich kein Problem sein, weil die entsprechend natürlich, ich sag mal, schlecht ausgerüstet sind und auch, ich sag mal, nicht die moralisch, sind nicht die höchste Grundkampfmoral haben. Kann man irgendwie den Kampf direkt befolgen? Da. Wir haben was auch zum Beispiel stehen, Stärke 84%, unsere Armee ist voll ausgerüstet. Die waren natürlich jetzt auch im Frieden, auf die Überlegenheit des Gegners, das ist richtig. Wir sind gerade dabei, sie in Grund und Boden zu bombardieren, denke ich mal. Was sagen unsere Jäger? 40 sind im Einsatz. Kein Rückzug will ich nicht, ich möchte mit den normalen Operationen. Weil kein Rückzug heißt im Endeffekt, dass die Kämpfe ein bisschen auseinanderfallen, was jetzt nicht so extrem sinnvoll ist. Die haben zwar potenziell keine Jäger, zumindest soweit ich weiß, aber es muss ja trotzdem nicht sein, dass wir unsere... Ja, hier ist Verschleiß. Das liegt daran, dass die Region, das Gebiet hier nicht so viel einen unterstützen kann. Müssen wir mal sehen. Ja gut, wir beschleunigen einfach mal auf die zweite Stufe. Falls euch wundert, warum das so jetzt so dunkel aussieht, sieht da dran, es gibt hier direkt Tag- und Nachtwechsel. Also jetzt ist wieder Tag, und der geht auf. Entsprechend 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr. Wir beteiligen die Zeit 9 Uhr. Ja, ist auch ein bisschen weiter östlich, ne? Also Mitteleuropa wäre hier. Geht hier auch die Sonne entsprechend später auf. Jo.
Jo, unsere Armee rückt langsam vor. Diese grünen Zahlen hier sagen, dass wir Fortschritte machen. Ich könnte eventuell auch die Einheiten hier unten noch einsetzen. Ich meine, wenn ich jetzt euch nehme und hier eine neue Armee erstelle, dann Kommandeur zuweist, zum Beispiel den guten Mann da, könnten wir theoretisch jetzt ja Frontlinie da. Und dann könnt ihr euch ja sagen, ihr sollt mal dahin vorrücken. Ein bisschen schneller, dass es ein bisschen vorwärts geht hier. Jo. Dann kannst du eigentlich auch mal loslegen gleich. Ich weiß jetzt nicht, ich meine, das wird jetzt nicht so extrem effizient sein, das Ganze. Weil natürlich die Truppen hier uns auch nicht so viele sind. Wir haben auch zum Beispiel stehen, das sind Kolonialtruppen, das heißt, die sind eh schon ein bisschen schlechter. Also, es ist, ja. Wie man auch sehen kann, hier die KI versucht, die Truppen hier zu unterstützen und jetzt zum Beispiel in dem Fall rennt sie darunter. Sie könnte jetzt, wenn wir mal langsamer machen, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ne, wir könnten jetzt die Truppe hier manuell befehligen, aber wir haben ja, wie man vielleicht jetzt ein bisschen schlecht sieht, wie man hier sieht, man hat hier einen Fluss. Das heißt, wenn jetzt die Truppen hier rüber angreifen, haben sie einen Malus. Das müsste man auch theoretisch sehen. Ja, die haben zum Beispiel einen Abzug, Angriff minus 30%, Verteidigung minus 30%, weil sie halt über den Fluss angreifen. Die haben hier aber auch einen Nachteil, weil die halt über Gebirge angreifen. Und die haben den Nachteil doppelt. Also, ihr marschiert weiter, ja. Und hier haben wir auch schon die ersten Gewinne gemacht. Hier geht es also schon vorwärts. Unsere Flotte macht jetzt keinen Sinn, hier irgendwas zu machen, weil die ist eh zurzeit nicht so wichtig. Nicht genügend Ressourcen. Im Bildschirmhandel können Sie Ihre Zivilfabriken gegen Ressourcen eintauschen. Das, was ich mal meinte. Hier nicht genug Ressourcen wird angezeigt, wenn eine Ihrer Produktionsanlagen nicht über die erforderlichen Ressourcen verfügt. Wir haben ja kein Öl. Ja. In diesem Fall produzieren die Produktionsanlagen zwar weiter in Ausrüstung, allerdings nicht deutlich langsamer. Der Handel ist eine denkbare Lösung für dieses Problem. Bedenken Sie aber, dass Ihre Zivilbringung nicht für den Bau von Gebäuden verwendet werden können, wenn Sie gegen Ressourcen eintauschen. Ist ein bisschen abstrakt das Ganze, hat aber den Hintergrund, wir geben sozusagen unsere Produktionskapazität einem anderen Land. Also wenn wir jetzt sagen würden, jetzt mal ganz abstraktes Beispiel, wir nehmen China her und sagen, okay, China baut jetzt für uns zum Beispiel Elektronik, dann ist ja ihre Produktionskapazität natürlich geringer, als wenn sie es für sich selbst bauen würden. Aber sie haben dadurch eben andere Rohstoffe oder andere Sachen, die sie importieren können. So, wir können wieder beschleunigen. Ihr greift überall an, das ist ja auch interessant. So, was macht ihr? Freut euch, dass ihr da seid, das ist schön. Ein bisschen schneller. So. Und jetzt könnten wir theoretisch vielleicht sogar hinbekommen, dass wir die Armee hier abschneiden vom Nachschub. Was auch nicht unbedingt verkehrt wäre. So, ihr seid schon einen Stein gekommen, wo ihr hin wolltet, genau. Kann ich denn jetzt den Plan hier irgendwie nochmal anpassen? Guck mal her. Die Angriffslinie nachjustieren. Ausführen. So. Zurück nehme ich auch weiter vor. Na, hier oben zieht es sich auch ein bisschen. Aber dafür ist der Kampf hier gerade am Scheitern, weil wir halt nicht über dieses Gebirge so richtig gut drüber kommen. Ihr seht auch hier, die haben schon ganz schön Verluste erlitten. Organisation hat halt auch Einfluss. Das ist halt, wie gut die Kampfbereitschaft ist und wie viel Munition und so weiter vorhanden sind. Und das ist dann, ja, zur Zeit ein bisschen unpraktisch, aber wir gewinnen gleich die Schlacht hier. Aber der ist auch nicht schlecht. Also Fähigkeit 3, das ist schon ganz gut, wenn wir so gesehen haben. Unsere sonstigen Generäle sind alle so Stufe 1. Dementsprechend sollte man das nicht unterschätzen. Aber wenn wir hier jetzt den Kessel zumachen können, was wir hoffentlich gleich hinkriegen, du kannst mal schützen eigentlich. Dann heißt das im Endeffekt, dass die hier eingeschlossen sind. Die werden dann von ihrem Nachschub abgeschlossen. Also
kommt dann ja sozusagen nichts mehr an, weil, ne, wo soll es lang? Und dementsprechend sind die dann hier drin eingeschlossen und können dann einfacher vernichtet werden. So, ihr unterstützt den Angriff mit. Du unterstützt auch mit. Du freust dich deines Lebens. So, wir werden hier angegriffen, das ist in Ordnung. Das bringt ihnen nicht so sehr viel. Und jetzt haben wir es. Im Endeffekt haben wir es eingeschlossen. Du machst mal damit. Und jetzt dürfte das auch entsprechend einen Abzug geben auf der Effizienz. Ja. So, wenig Nachschub. Ja, weil sie halt keinen Nachschub mehr bekommen. Und Einkesselung direkt bringt auch noch Nachteile. Bei uns. Gott, oh Gott, oh Gott. Also, Organisation ist eher mau. Weil wir halt auch mit Nachschub so unsere Probleme haben, aber. Sie haben Liste. Was brauchen wir denn? Jäger. Ja gut, wir haben keinen Jäger zurzeit in der Produktion. Das macht natürlich Sinn. So, und da möchten wir mal wieder bauen. Wir machen mal die Produktion für die. Ach Gott, das ist ja auch nicht. Das ist ja für Schiffe. Und zwar netzen wir dann mal runter die Produktion von euch und machen dafür hier genau eine Produktionsanlage da. Gummi fehlt. Ja, Gummi können wir nicht wirklich herzaubern. Wir lassen es einfach mal so. Jetzt bekommen wir auch aber mehr Erfahrung. Die können wir dann theoretisch einsetzen, um unsere Division anzupassen. Naja, gut. Lass mal weiter. Lass mal angreifen. Du hast nichts zu tun, du greifst auch noch mit an, ja. Ja, Verschleiß durch Gebirge. Du könntest mal mit angreifen. Was seid ihr eigentlich? Ihr greift an, ihr greift an. Gut, die ziehen sich zurück. Nee. Oder? Ja, Tutorial ist wieder typisch Paradox. Es erklärt jetzt nicht so extrem viel. Und ihr greift nur an, ja. Wir werden auf jeden Fall hier schön zusammengeschossen. Natürlich auch dadurch, dass unsere. So, Nahkampfverteidigung, Nahkampfangriff. Nee. Ja. Jo. Gleicht sich ziemlich aus. Wir sind also jetzt nicht so. Jetzt haben wir einen Sturmangriff und die haben strategische Stellung. Also, das sind die verschiedenen Taktiklisten, die sozusagen durchgeführt werden können von unseren Generälen. Da unser Giovanni Messe aber ein bisschen besser ist als der gute Mann, dürfte er eigentlich potenziell auch bessere Taktiken sich aussuchen. Es kann aber sein, zum Beispiel, der jetzt hier, sagen wir mal, wenn Sie damit sagen, der Giovanni wäre jetzt Stufe 1 und der wäre Stufe 5, dann kann es durchaus sein, dass der jetzt einen Frontalangriff befiehlt und der das sozusagen kommen sieht und dann entsprechend das Ganze abfängt. Jetzt zum Beispiel, der Rückzug ist jetzt nicht so toll. Sieht man auch hier, Modifikator minus 5% für den Angreifer, das sind also wir und Verteidiger plus 5%. Und hier, der hat sowieso schon einen Angreiferbonus 20% durch den Nahkampf, also aber gut, so was haben wir denn hier alles aus Auswahl? Ist das jetzt das, was passiert ist, oder ist das. Hier ist es, glaube ich, das, was wir so insgesamt haben. Gut geplanter Angriff. Ja, na gut, aber das sollte eigentlich trotzdem kein Problem sein. Wir könnten jetzt auch direkt auf Addis Abeba vormarschieren. Aber ich hätte dann trotzdem gerne hier noch die Erfahrung mitgenommen. Ich gehe mal davon aus, wenn wir effektiv eine Region einnehmen und auch durch den Kessel, dann im Endeffekt, dann dürfte das uns viel Erfahrung geben. Auf jeden Fall, die Kämpfe bringen uns die ganze Zeit Erfahrung. So. Wenn ihre Ausrüstung im Kampf genutzt wird, erhalten sie Armeeerfahrung. Das bedeutet, dass sie Armeeerfahrung erhalten, wenn ihre Divisionen in einen Kampf verwickelt sind oder wenn sie Ausrüstung im Rahmen eines Leihpachtabkommens in den Krieg ihrer Alliierten einsetzen. Sie erhalten außerdem Erfahrung von Übungstruppen mit einer Stufe von mindestens ausgebildet. Armeeerfahrung wird benötigt, um ihre Divisionen verlangen, Vorlagen zu erstellen und zu bearbeiten. Jupp. So, und wir haben die Schlacht gewonnen. Jetzt ist natürlich diese ganze Truppe hier vernichtet worden. Wir haben also Gefangene gemacht, in Anführungszeichen. Beziehungsweise wir haben sie wahrscheinlich eher umgebracht. Jo, Addis Abeba dürfte dann auch nur eine Frage der Zeit sein, bis das fällt. Jo, Angriff geht los. Wie sieht es denn eigentlich mit unseren Jägern aus? Ich hätte gerne nochmal das Flugfeld. So, 39. Ich glaube, das waren vor uns mehr die aktiven Bomber. Ja, es waren mal 40 und es sind noch 39. Also wir haben einen Jäger verloren.
So, die Rheinlandbesetzung. Ja. Typische. Moment. Moment. So, wir haben einen neuen Fokus theoretisch. Ne, Schwerpunkt so. Industrielle Bemühungen. Ja. So, das stoppen wir mal und damit können wir weitermachen. Ja, ist wieder ein typisches Paradox-Tutorial. Es wird nicht wirklich viel erklärt. Es gibt ein paar Tooltips, aber das war es dann auch schon. Und wenn wir dann Äthiopien besiegt haben, geht es wieder weiter. Aber Addis Abeba ist dabei zu fallen im Endeffekt. Also die haben hier relativ schlechte Karten. Die sind zwar eingegraben, also die haben ja sozusagen die Verschanzungsboni, aber das wird nicht langfristig was bringen, wie wir sehen hier. Wir greifen mit 4 Divisionen an. Die haben eine Division, also... Und dann dürften die auch technologisch ein wenig schlechter sein, also... Wir haben 48, ja, wir haben 4 Divisionen mit einer Kampfbreite von 48. Und die haben halt eine Division mit Kampfbreite von 8. Also... Die Gefechtspräsenzkampf ist 160. Das heißt, wir können also diesen Abschnittsverlauf sozusagen ohne maximale Anzahl haben, aber das Treffen keine von unseren beiden Divisionen ist dann eher die Frage bei größeren Schlachten. Was macht ihr eigentlich schon? Freut euch, dass ihr da seid oder was? Tja. Ja, manchmal bleiben sie einfach stehen, weil sie es können, anscheinend. So, ja. Greift mal noch an, oder? Na gut. Ihr könntet ja eigentlich mal unterstützen. Wir haben eh gerade zu tun und die hier werden sich wahrscheinlich nicht in den Kampf einmischen. Die könnten eventuell sich einmischen, aber... So, da kannst du den Weg zum Ziel gefunden. Okay. Das ist halt düster, ich meine... Ganz so einfach. So, volle Mann, alle Mann da rein. Ja, und jetzt ist das auch entsprechend eine höhere Gefechtsbreite, 72. Und die ist schon ganz schön runtergeschossen hier. Aber die ist auch gleich weg. Also die hat keine Organisation mehr. Zumindest so gut wie keine mehr. Und das war's. Addis Abeba wird jetzt eingenommen. Das dürfte es eigentlich gewesen sein. So. Äthiopien hat kapituliert, sie haben gewonnen. Sie können während der Friedenskonferenz Forderungen stellen. Wir empfehlen Ihnen, alle Staaten einnehmen zu wählen. Jede Ihrer Forderungen erhöht die, was auch immer, weltweite Spannung um eine gewisse Menge. Je höher die weltweite Spannung ist, desto wahrscheinlicher ist der baldige Ausbruch eines Weltkrieges. Bei einigen Ländern sind bestimmte diplomatische Handlungen vielleicht gesperrt, bis die weltweite Spannung hochgeht. Mit dem Tipp unten erfahren Sie mehr. So, wir können... den Staat zu einer Marionette machen, was wir aber nicht wirklich wollen. Wir können es erobern, was wir hier wollen. Ja. Und wir haben eine Forschung abgeschlossen. So. 31 Runde beenden. Rip. Okay, und nun? Wenn sie in diese Runde passen, können andere Parteien ihre Punkte nutzen. Forderungen zu stellen. Sie selbst erhalten jedoch 8, bis sie diese nächste Runde einsetzen können. Stimmt, das ist fertig, weil da gibt es keine Freitagsfraktion. So. Kommt von Addis Abeba. Italien hat eine Region übernommen. Äthiopien wurde annektiert. 1452 aus, also 1452 aus und beschlagnahmt. Das ist schön. Also wir haben jetzt auch im Endeffekt natürlich die Überreste von ihren, von ihrer Armee sozusagen eingesammelt. So, wir können aber Forschung betreiben. Das heißt, wir forschen mal... Noch mehr Forschungszeit Rekrutierung. Ja. So, und dann. Sie haben gesiegt, der Krieg ist vorüber und Äthiopien ist besiegt. In Friedenszeiten sollten Sie überlegen, ob Sie Truppen über das Meer transportieren möchten, um sie an anderen Orten einzusetzen oder für den Krieg zu rüsten. Nachdem Äthiopien jetzt besiegt ist, benötigen Sie dort nicht mehr so viele Divisionen. Wählen Sie mindestens 4 Divisionen und bewegen Sie in den markierten Hafen. Neben der Provinz rechts klicken. Du bist eine 4-Mann-Division. Du bist 4 Divisionen. So, jetzt mal da hoch. Beschleunigen. Animieren. Und euch schicke ich vielleicht auch mal so ein bisschen an die Rand, weil das Problem ist jetzt, ja gut, die Divisionen haben jetzt gerade keine Befehle, das ist aber nicht so schlimm. Was brauchen wir denn noch? Taktische Bombe wahrscheinlich. Ja. Ja, alles gut. Taktische Bombe. Du wahrscheinlich, ja, du bist taktische Bombe. Dann... Machen wir das mal runter und machen dafür Bomber höher. Ach, wir haben sogar noch eine Produktionsanlage frei. Ist ja optimal. So.
Ja, wir produzieren ja gar kein Öl. So, Regierung ändern. So, was ist das jetzt? Im Politikbildschirm können Sie auf verschiedene Elemente Ihres Landes zugreifen, zum Beispiel die nationalen Schwerpunkte, Ideengesetze und mehr. Politische Macht steht für die Fähigkeit Ihres Landes, seine politischen Ziele zu erreichen. Das Anhören von Beratern, das Fixieren von Ansprüchen oder das Aussprechen von Unabhängigkeitsgrenzen sind Beispiele für Handlungen, die politische Macht erfordern. Das da. So. Ideen verleihen Ihrem Land Boni in verschiedenen Bereichen. Sie aktivieren jedoch, können Sie jedoch ebenfalls politische Macht schließen. Ist in Ordnung. So, was können wir denn hier so machen? Wir können. Also wir können theoretisch uns dann auch entsprechend einer anderen Ideologie annähern. Also in dem Fall jetzt zum Beispiel den Kommunismus. Kostet auch 150. Also, was haben wir denn noch? Wir haben Panzerkonstruktion. Forschungszeit Panzer minus 10% gepanzert. Das ist ja lustig. Schiffe. Also wir können hier direkt auch eine... Ne, das ist ein Flugzeug. Ha, mein Gott, bin ich bescheuert. Ja, Schiffskonstrukteur. Okay. Also wir können uns direkt spezialisieren in einem Bereich. Ja, das wäre wahrscheinlich nicht schlecht, wa? Ne? Ein schönes militärischer Stab. Verteidigung, Armee. Moral. Geschwindigkeit. Ja gut, das ist nicht so wichtig bei Italienern. Nicht so die schnellsten in der Regel. Ja, okay, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Was bist du? Ach, Victor Emanuel. Ja, und den guten Herrn könnte man eventuell kennen, den guten Mussolini. So, Zusammenfang der Reise. Ah. Soll man das irgendwie ändern? Keine Wahl? No. Wahrscheinlich nur dann hier unten, indem wir hier unten dann entsprechend kümmern. Kriegswirtschaft. Ob ich kein Militär verbringen, bis 20%. Nein, nee. Machen wir zurzeit halt Zivilfabriken, dann bringt uns das nichts. Zivilwirtschaft. Ja, nee, das ist auch wieder Quatsch. Ob ich kein Zivil verbringen muss. Nee. Exporte. Freihandel. Schusszeit minus 10%. Ja, Ressourcenanteil. Nee. Was ist du? Noch schönes begrenzt. Wehrpflichtsgesetz. Na gut, das ist egal. Ja. So, ihr seid noch nicht da? Nee. Beschleunigen. Ja. Alles gut. Wir können auch mal darüber marschieren. Das heißt, eigentlich könnt ihr alle mal hoch stiefeln. So. Wir müssen gleich da sein. Es ist halt Gebirge. So, Mannstärke insgesamt 1,04 Millionen. Wir haben noch 717.000 Mann übrig. Die Macht steigt. Keine Erfahrung mehr. Eventuell ist es sogar sinnvoll, dann den Krieg ein bisschen auszuzögern, dass man halt mehr Erfahrung bekommt hier. So. Um Truppen zwischen zwei befreundeten Territorien zu verschieben zu können, müssen ihre Truppen sich zunächst in einem Hafen befinden. Wählen Sie die Einheit zum Hafen aus und das legen Sie auf einen anderen Hafen in Italien. So. Hafen? Wenn ich euch jetzt einfach mal... Nein, schick, das geht nicht. Nee, dann kriege ich euch jetzt. Nee, nicht strategische Überlegung. Ich möchte bitte gerne. Also, er hat ja gesagt, ich soll auf den Hafen klicken. So, Hafen. Hafen. So, Hafen. Hafen. So. Schließen. Wie kann ich die jetzt, keine Neuverständigung, ich möchte die mal. Wählen Sie die Einheit im Hafen aus und schicken Sie auf einen Hafen Italien. Ja. Trüe? Nee. Wahrscheinlich einfach so im Rechtsklick auf dem Hafen. Ah, Sie haben den geführten Teil
des Tutorials abgeschlossen. Sie können weiter als Italien spielen, wenn Sie möchten, lesen Sie FAQ. Oder das Workflow Italien, wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Hilfe, bla bla bla. So, ja. Damit haben wir das Tutorial abgeschlossen. Ich denke mal, ich habe vielleicht erstmal einen ganz groben Einblick, was die Steuerung des Spiels angeht. Und ich denke, beim nächsten Teil werden wir uns dann richtig ins Spiel stürzen. Und zwar dann vielleicht eventuell als Deutschland. Ja, dann danke ich erstmal fürs Zusehen. Ich denke mal, so einen ganz groben Überblick haben wir bekommen. Und dann schauen wir mal das nächste Mal, wie wir dieses Wissen, das wir uns angeeignet haben, dann auch effektiv im Spiel umsetzen können. Ja, dann danke ich fürs Zusehen und dann bis dann.